Rust. Rust ist nicht nur ein Spiel. Rust ist eine Geschichte, in der du viel erleben kannst, in dem es Höhen und Tiefen gibt. Und das ist unsere Geschichte. Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, zu einem neuen kleinen Rust-Abenteuer. Ich weiß auch gar nicht, wo es heute hingeht. Wir gehen einfach mal rein und schauen, was passiert. Ich weiß auch noch nicht mal, wer alles mitspielt. Bei uns ist das gerade ein bisschen durchwachsen. Schule hat für einige wieder angefangen. Einige sind die Urlaubstage zu Ende. Und mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich habe auf jeden Fall Bock auf einen kleinen Rust-Wipey-Hypey. Und wir schauen mal, was abgeht. Let's fucking go. Sind wir denn? Eigentlich gar nicht da, wo ich hin will. Perfekt, genau da, wo ich hin wollte. Fluss. Ich hatte mir überlegt, Parabol, Supermarkt, Klärwerk. Hier unten sind die Oils. Bandit. Klingt nach einem nicen Spot. Ich wollte eigentlich ein bisschen an der Straße lang und gleich mal ein bisschen Straßenloot sammeln, aber hier scheint nicht wirklich was zu spawnen. Sondern gleich rein ins Getümmel. Hat jemand Spaß mit einem DB? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir dort was Stoffiges kriegen. Perfekt. Wie viel? Zwei, ja, das reicht. Was ist denn da los? Sind die am Tor raiden, ne? Komm, echt mit. Scheiße. Ich wollte gerade gucken, wie viele Pfeile ich noch habe. Fuck it. Und damit auch ein herzliches Willkommen von der Stimme aus dem Hintergrund. Also die Nacherzählung. Der erste Play hat nicht ganz funktioniert. Das Momentum hat einfach noch nicht gestimmt. Aber jetzt sollte sich Cookie anschließen und der Ball ging ins Rollen. Und wenn ich meine, es ging los, dann ging es wirklich los. Wir machten diesen Wipe so viele Plays, dass er wirklich als einer, wenn nicht sogar der beste Wipe, den ich je gespielt habe, eingeht. Aber seht selbst, freut euch auf Action, freut euch auf Spannung und freut euch auf alles, was ein guter Rust-Wipe braucht. Falls euch das Video natürlich gefällt, smasht mal natürlich den Like-Hammer. Und wenn ihr mehr sehen wollt, vergesst die Abo-Glocke nicht. Also, viel Spaß im Video. Einer dead. Mhm. Oh, er hat Raven gebeanst, der Headshot. Ein kurzer Nachtrag. Ab jetzt ging's los. Oh, hier unten ein paar abgeknallt. Oh, der hat noch seinen Bogen. Warte mal. Der da unten war doch gerade am Bauen. Maybe ich krieg ihn. Für alle schon mal gekauft.
bin schwer. Wenn du mich siehst, bin ich tot. Hab ihn! Tommy! Ich bin gleich dead. Drei Mann, push mich! Cookie, komm jetzt bitte! Ich hab die Tommy irgendwo auf dem Boden. Die pushen mich mit Granaten. Hab noch einen Dead. Ich hau ab. Fuck off, ich hau ab. Ja, ich hab Tommy, Crossy, DB, Garagentor, Decke machen! Da kommt das schon. Ich muss ihn nochmal killen, warte. Hab ihn. Hab ihn, Headshot. Und 2 AP. Einer dead. Oh mein Gott. Was hat ich hab dieses MLG. Mit Scope. Achte Scope. Ich muss hier weg. Guck, ich muss hier sofort weg. Darf ich vorstellen, die Eröffnung des Wipes. Oder wie wir gern sagen, wir finden immer einen. Das war ein wirklich, wirklich sehr geiler Play gleich zum Anfang des Wipes, der uns sehr weit nach vorne gepusht hat. Wir haben 2 Waffen, wir haben Munition, jetzt wollten wir uns nur noch absichern. Die Tommy erstmal researchen, damit wir wirklich safe stehen. Und dann ging es ans Base Building, weil wir mussten ja jetzt unsere Startloot irgendwie safen. Doch so ganz einfach wurde das dann nicht. Aber wie immer, seht selbst. Ist nicht so schlimm. Okay. Ah ja, warte, ich muss fahren gehen. Ja gut, ein bisschen brauchen wir noch. Kann die gleich 1000 Holz geben. Oh ja, gut Stuff. Besser als die Base. Oh ja, der echt gut. 180 Scrap hat er ja. Oh, bei mir Hazy, bewaffnet. Außerhalb Shit. Der Base. Wo? Welche Richtung? Außerhalb der Base, Richtung 160. Oh, 2 Leute. Nein, wurde gedodged, bin down. Ich lieg in der Base. 2 Leute, Shit. Ja. Ich hab meine Waffe aus und gedroppt. Hast du vielleicht einen Schlafsack? Mm-mm. Ich vielleicht. Ich werde sterben, glaube ich. 2 Leute, ja. Haben die Waffen? Ja, Tommy. Hab einen. Okay. Ach, der andere. Er ist so scheiße. Das schaffst du. Guck, vielleicht stehe ich wieder auf. Fuck. Er ist direkt bei mir. Shit. Scheiße, wo seid ihr genau? Ich bin full dead. Bin gestorben. Ja, okay, du machst. Scheiße! Und darf ich jetzt vorstellen, der Wipe-Killer. An dieser Stelle überlegten wir wirklich, den Wipe zu beenden. Denn es war wieder alles resettet. Das Einzige, was uns blieb, war die Research to Tommy, die ich Gott sei Dank im Bandit Camp noch organisieren konnte. Wir rafften uns aber auf. Das kann nicht das Ende sein. Es hat alles so schön begonnen. Und deswegen machten wir weiter. Mit. Ja, die können wir machen. Die fahren Straße ab. War der vor mir seiner? Haben wir schon gesehen? Wieso treffe ich den nicht? Er hat einen Ravi, der eine. Er ist blind. Ich schwör, er ist blind. Der am Auto, direkt vor uns. Er läuft durch die Büsche, haut ab.
ein Hit, links, Delinkat Hit. Dann zieht er mich. Egal, ich brauche Hilfe. Hab ihn nochmal hinten, down. Ja, ich push den anderen schon mal, ich hab ihn schon mal auch gehittet. Vor mir noch einer. Ich werd gleich ausbluten. Ich komme. Hab ihn nochmal hit. Maybe dead. Ich glaube, ich hab ihn. Nein, er rennt noch. Ich bin mit diesem Parabol reingerannt. Oder ist der vor euch? Leute, wer will den Heavy? Hab ihn nochmal hit. Down. Hab ihn. Nice. Was? Oh, hier vorne ist ein Hessi-Kid bei mir. Okay. Im Wald ist der im Gang. Nee, an der Base, an dieser komischen Base rechts, außerhalb vom Wald. Das ist, glaube ich, sogar zwei. Die mitten nach der zwei Leute. Einer kommt direkt in eine Richtung. Ich schieß. Ja, die kommen. Ich hab einen Hit. Nochmal, das sind drei Leute. Einer ist ganz oben. Hab einen Verschmuck. Einer Hit. Der T-Shirt ist Verschmuck. Er haut sehr und ab, Leute. Hab noch einen Hit. Oh, er rennt rein. Oh! Wow, er hittet mich. Oh, meiner. Mit Pistol. Hit, dead. Nein. Hab Pistole. Hat den anderen Hesse Hit. Loot den anderen Hesse, die kommen gleich raus. Ich push den anderen, ich krieg ihn. Türen sind offen. Moment. Moment, Kisten. Auf. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Du musst raus, aufwachen. Schnell, ich hab Sprengstoff. 300 Öl. Leute, zieht das Zeug raus und kommt. Nein, ja, Ewige, geh rein. Ich bin voll. Ich geh raus, bin voll. Ewige, geh du rein. Fuck. Wo sind die Kisten? Ja, siehst du. Hier ist ein Pferd, okay. Let's go. Tommy? Ich bin dead. Gleich dead. Ah, tippe. Captain Price wieder mal. Go away. Ich hab einen! We will never open the doors. We will never open the doors. Ich glaub, das waren nur zwei, ich weiß es nicht. Ich hab seine Tommy, Mann, der war so lost! Nein, da schießt einer mit Klossi auf mich. Ich bin fast vorne, Sven. Ich hab hier Spitzen. Schnell! Du musst den anderen seine Tommy suchen. Wo? Ich bin voll! Nein, hier hab ich ihn gekillt. Nimm die! Ich nehm den, der hat mich getroffen, Crossbow. Du schießt einen Crossbow. Hab ihn dead. Hast du Schall? Wir müssen hier drin weg. Ja. Go away. Go away. Tommy. Weg hier. Cookie sofort weg. Ich geh weg, Jojo. Und dann lass den Lutscher heimbringen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab Pelzi. Ich hab Waffenlicht, ich hab Tommy, ich hab 300 Stoff. Leute wurden. Ja, das ist dann wären sie gekommen. Ja, wir sind da schon dead. Oh mein Gott, Cookie! Ich bin schon auf meine Sache auf dem Boden. Ich muss wieder los, doch nicht gut. Schnell, das ist auf dem Boden. Ja, egal, schmeiß einfach hin, ich kümmere mich. Gehackt. Die haben die Leichen gehackt. Ja, die sind richtig pissig. Wir haben sie oben auch ultra lack gemacht. Ich habe ihnen 240 Gunpowder auch noch mitgenommen. Cookie? No. Open the door! Hier sind die Öle drin, Leute. Get ready for the online raid now! I have your explosives. Komm hier hoch. Ich glaube, ich kann aufs Dach. Ich glaube, da komme ich rein. Research noch schnell. Leave us alone, please. Oh, er sagt sogar bitte. Open the door and we will talk. If you have explosives, use them. We will never open the door. No. I will fuck you door. I will your door is nothing. Come out and fight. Your door is nothing. Doch, er ist full kid. Ja, eben. Ich hab's Feuer eröffnet, weil er mich schon anglotzt. Ja, aber wieso schießt er nicht? Er schießt nicht. Er rennt. Ist das oh, war das close! Lass ihn jagen! Ja. Falle. Ja. Ich hau schnell mit. Oh, wenn der hält, einer ist close. Ja. Ich hol auch eine Tommy. Lass sie ficken.
Einer läuft uns entgegen. Pass auf, vielleicht kommt er. Er ist gleich draußen, er ist gleich draußen. Ja, ich bin nicht mehr am Berg, Sven. Das ist schlecht jetzt. Er kommt straight auf mich zu. Er ist außerhalb von Bandit. Ich könnte jetzt. Schön. Ja, wunderschön. Der andere ist noch im Bandit. Du kannst looten, du kannst looten. Ich seh's. Hast du die Waffe? Ja, ich hab alles. Rechts von euch, über die Straße drüber. Im Wald läuft weißes Kit. Guck, ihr lauft zur Base. Hab ihn hit. Lauf. Der zweite kommt jetzt auch. Lauf. Lauf zur Base. Hab ihn? Pass auf, hinter dir kommt gleich einer, Ivi. Loot ihn und weiter. Lauf zur Base, Ivi. Lauf zur Base, wenn du voll bist. Ja. Warte, ich muss mich heilen, bevor ich. Da kommt noch ein Resi. Einer dead. Ich versuche schnell zu dir. Ich komm dann wieder, okay? Ja. Vor mir. Hab noch einen. Scheiße, wir müssen das jetzt alles looten. Da hast du Muni? Ich hab 8 Kugeln noch. Komm her. Komm zurück. Hab noch einen Double Hit. Sind die am Berg? Dead, hab ihn. Den letzten hab ich. Okay, dann lass schnell alles looten, es wird zu viel. Der ist nicht ganz. Oben am Berg kommt gerade eine ganze Truppe. Pass auf, wir dürfen nicht zur Base. Hab ihn hit. Oh, ich bin Headshot. Lass nach hinten weg. Lass erstmal nach hinten weg. Oh, er hittet mich wieder. Aua, ich hab 25 AP. Ich hab keine Spritze. Die werden uns nachpushen. Wo hast du die Muni? Ah, ich hab sie. Okay, wir müssen. Lass erstmal nach hinten weg und dann holen wir sie. Die kommen jetzt gleich runter und werden uns jagen, weil die wollen ja Zeug wieder. Naja. Pass auf die Base. Die sind drin, die gehen, glaube ich, raus. Ich bin der. Ja. Er ist hinter der Barrikade, Sven. Ja, bin dran. Raisin, das ist einer von denen, pass auf. Hab ihn, Dad. Ist weg. Nice, die werden schnell looten, ich loot Ivi. Die kommen wieder, ja, die schießen auf mich, die kommen wieder. Die sind auf dem Berg. Ivi, warst du im Schnee? Wo hat er dich gekillt? Ich hab. An der Open Field. Schon ein Schlafsack. Bitte leg mir einen Schlafsack in die Base, weil ich weiß nicht, was gleich passiert, wenn die erfahren, dass wir da wohnen. Ja, vor uns! Ja. Weißes Full Kit. Er hat uns gesehen. Haben wir einen Headshot? Doubled. Weg. Hast du ihn? Ja, ich hab ihn. Easy. Perfekt. Schnell loot. Ich bin aber voll. Hit uns. Oh mein Gott. Distanz. Okay, Leute, wir müssen einfach abhauen jetzt. Ivi, ich bin gerade mitten im Fight. Entspann dich ganz kurz. Aber die werden uns verfolgen. Lass uns nicht looten. Nee. Lauf. Cookie, lauf. Scheiße, wir treffen ja gehen, danach geht das, Sven. Ich weiß nicht, was los ist hier. Schnell, lass rein. Guck, komm. Mir ist kalt. Komm, rein. Lass mich rein, komm. Wo bist du? Zu. Kein Code. Oh, we did it. Nachdem wir also hier wieder einiges rausziehen konnten, ging es jetzt endlich mal ein bisschen ans Base Building. Wir hatten noch nicht mal große Kisten. Und ja, es passierte eigentlich nichts Interessantes, drum skippen wir den Part. Wir hatten nur beobachtet, an der Base, wo wir waren, wo wir auch ein bisschen deep gegangen sind, dass diese sich ganz leicht softsiden lässt. Das machten wir auch. Und zu unserer Überraschung fanden wir dort unsere erste AK. Wahnsinn, einfach AK durch so einen Softside. Obwohl wir uns den hätten sparen können, hätten wir auf die Türrahmen geachtet. Weiter ging es mit einem kleinen Roam. Flexes kam auch noch dazu. Und wir gingen mit Waffen, Heal und endlich Munition mal eine Runde roamen und besuchten unsere Nachbarn am Eissee. Er hüpft da drauf rum. Ich bin Headshot. Oh ne, ich bin in der Base gespawnt. Hier ist mein Schlafsack gehackt. Hinter dir ist die Tommy. Ja, ihr müsst weg, Deep. Ja, ich glaube auch. Ich will, dass er rauskommt. Da, vor mir. Hab ihn. Nice. Wichtig. Ich muss meine Tommy wieder aufheben. Oh, vor mir! Ja, doch, Tommy. Hab ihn. Ja. Dead. Ich spawn wieder, ich hab einen Schlafsack. Ja, beeil dich. Looten und weg. Okay, ich bin gerade neben dir. Wir kommen gleich aus der Base, wir müssen weg. Ich bin wieder One-Shot. Ich hab nichts zum Healen. Ja, vielleicht ist du ein gelootet hast, G, oder? Ja. Weil ich brauch schon ein bisschen, bis ich komme. Wo sind die Kids? Ja, ich loot dich dabei ein bisschen.
Leute, meine Leiche ist rechts bei euch. Ja, wir müssen gehen jetzt. Edwin ist sauer. Naja, habt ihr alles gelootet oder liegt noch was? Nee, ich hab... Ein bisschen liegt noch was. Achtung, Bär. Na, dein Ernst jetzt, oder? Ja. Wie? Der was Bär. Ich kann... Scheiß Bär. Ist Flex ist full dead? Nein. Nee. Oh nee. Oben auf dem Berg, Ja, ich bin fast dead, Leute. Das ist mein Exit. Das sind Drops, die gehören nicht zu denen. Fuck. Da reitet jemand Winter-Heavy. Ich. Aber es hat nicht, es macht nicht mehr Boom. Nee. Ja, vorhin hat auch kurz nicht gemacht. Ich glaube, die überlegen jetzt oder sind fertig. Das muss doch was mit Raid-Base sein. Denkst du? So viel Boom, wie die benutzen. Könnten auch vieles. Ja, es werden bestimmt 4-5 sein. Da aus 290. Ja. Lebt ab. Der Heli landet dort. Einer dead. Oh, ich bin dead, aber ich habe eine Melee. Einer kommt rechts, einer kommt ganz rechts. Ich bin auch noch. Einer noch dead. Der letzte. Hey. Der letzte, ja. Das ist, nee, einer ist nur noch einer. Nicht holen. Ist einer von euch am Leben? Ja. Oh, Full Kit, ja. Zwei Leute. LR, Full Kit vor mir. Scheiße, ich kann gar nichts machen. Ich auch nicht. Ich hab gefühlt kein Heal mehr. Die sind da rausgekommen. Ja. So viele Leute. Ja. Ich hab's gar nicht wirklich gesehen. Ah, du hast keine Waffe. Ja, doch, ich hab Waffen. Warte, der kriegt's. Warte mal, warte, ja, Leute, ich seh's. Ich seh's. Ich bin über ihn. Kannst du die lasern? Zwei Leute. Ich bin gleich hinter ihm. Er lacht mich aus. Die lenkt ihn ab. Kann ihn ja ablenken. Einer dead. Andere low. Ja, jetzt bin ich dead. Bin dead. Schade. Ich hab einen. Ach komm, weil er nicht umfällt, Digga. Weil er halt einfach nicht umfällt. Ich hab aufgehört, auf ihn zu schießen, weil ich dachte, es muss reichen. Headshot, Hits. Ja, ja. Hier lebt Naked. Dyson. Hm? Und das sollte es dann auch für Tag 1 gewesen sein. Nach dieser Niederlage war die Motivation ziemlich am Boden und wir verloren eine Menge Kids bei diesem Fight. Eigentlich hatten wir nur noch eine Tommy, wenn man es genau nehmen will. Aber Tag 2 hatte noch so viel vor uns. Oder mit uns vor, besser gesagt. Tag 2. Und es schaut gut aus. Nice. Nicht geradet, sehr nice. Heute müssen wir erstmal die Verluste von gestern wieder wettmachen. Hat hier irgendjemand vielleicht eine Fackel? Perfekt. Der hat Farm. Tag 2 und wir waren nicht geradet. Ich machte mich erstmal auf den Weg, ein paar Components ranzubringen, damit wir vielleicht ein paar Tommies craften können. Aber ich war alleine und es ging ziemlich ab. Aber seht selbst. Na, was ist? We'll be right back.
Nein! Moin Cookie, bin gerade bloß hart konzentriert, weil ich bin gerade an der Crate und da ist ein Dreier-Team. Und einer raus. Das war der Wichtige. Kit. Five Kit. Oh mein Gott. Ich muss hier sofort weg. Zwei AKs. Ich habe jetzt mal auf die anderen Waffen geschissen, die muss man gleich nochmal holen. Nein, vor mir! Einer dead! Ich bin dead, der andere Zaun hockt im Busch, der andere Zaun hockt im Busch. Neben Parabol auf der Straße, Richtung Base. Ah, links war Licht. Oder hat er alles gelootet? Es sind wieder zwei, Cookie. Ich hab Timer jetzt. Kann dir nicht mehr helfen. Wo hast du ihn ungefähr gekillt? An dem Stein oder? Auf der Straße, ich glaube, die haben dich gelootet. Okay. Jetzt sehe ich wieder nichts mehr. Ja, warte, ich komme mit Fackel. Also ich gehe zu meiner Leiche. Mal gucken. Ja, du musst ihn rausblocken, ja. Wo war er? Auf der Straße habe ich den einen gekillt und jetzt weiß ich nicht mehr, wo der andere war. Nee, meine Leiche liegt hier. Auf der Straße. Auf der Straße habe ich aber eins gekillt. Also einer. Kannst nee, links seine Bodies. Ich sehe nicht eben. Hinten kommt einer mit Fackel naked. Ja. Hinter mir. Er wird zu seiner Leiche, aber ich. Hab ihn erschossen. Seine Leiche ist bei mir, Sven. Seine Leiche ist bei mir, loot ihn. Okay, komm her. Aber ich bin halb tot. Ich glaube, ich überlebe es nicht. Zwei Leichen, ja. Hier, hinter dir. Oh, ich sehe es nicht, Cookie. Hier ist Ben. Hier, zwei Meter hier siehst. Hier. Ich sehe es nicht. Nein, ah, ja, ich sehe nicht so gut wie du, wenn du das Ding an hast. Ich bin gekillt. Naked. Aber ist es auch deine Leiche gewesen bei ihm? Ja, mein Kit war mit dabei. Und der andere hatte. Doch. Ich glaube, deine ist gedippt. Kann es sein? Nee, ich hab viele Waffen. Ich habe eine Sound, zwei Tommies. Ich bring das erstmal heim. Ja, ich habe auch keine Muni mehr. Ich bin eh low, hab 30 HP. So, pass mal, der chillt hier mal irgendwo im Busch. Mach mal ein bisschen Licht aus. Ja, ich habe eine Star und eine Tommy gehabt. Und jetzt habe ich das Star, jetzt habe ich zwei Stars in meinem. Ein guter Start in den Tag. Wieder einige Kids plus gemacht. Und Nikolai schloss sich uns dann auch noch an. Plötzlich hörten wir einen Raid. Und wir konnten einfach nicht widerstehen.
Oh. Oh, hinter mir. Auf dich? Nee, aber ich glaube, das ist ein Explomuni. Ja, das Gefühl hatte ich nämlich auch gerade. Das hat so einen Klang gehabt. Oder auf der anderen Seite von Bandit? Warte mal, da kommt Naked. Ich laufe ihm mal nach. Ah ja, ich sehe sie. Er sieht's? Er sieht's. Wollen wir auch kommen, oder? Ja, wenn nicht schlecht. Ich bin zwar nicht im Team, aber es wird schon klappen. Ich werde euch schon nicht umschießen. Einer dead. Guck, ich bin hinter dir, gell? Kurz Ruhe. Dass du mich umschießt. Zweiter dead. Ich muss die Gun einsammeln. Dritter dead. Oh nein! Mich jagt einer! Ach komm, ich hab drei dead, Mann! Einer in der Base, einer in der Base. Und einer naked mit Gun. Naked mit Gun. Warte, ich komm hochgekrochen, er ist in der Tür, in der Tür. Nur noch der in der Tür. Hinter dir, guck, hinter dir! Das war ich. Nee, Murat hinter dir. Ich hab deinen Schlafsack. Ich spawne. Wer ist hinter mir? Mich hat Murat gerade gekillt. Ich nehme die Tür ab. Ja, das war Murat. Ich hab ihn Hits gegeben, er hat die Tür zugemacht. Ah, okay, dann mach weiter. Ich bin wieder da. Ich hab dich nicht gekillt, Sven. Ja, passt schon, alles gut. Es sah so aus, sorry. Hab die Waffe. Da war noch ein Naked, den hast du? Ja, den hab ich, aber ich bin seine Waffe nicht. Ich weiß nicht mehr, wo ich ihn gekillt hab. Oh, er hat Explo, boom, er hat mehr wie boom. Er hat keine Launcher. Ich hab LA, ich hab die LA. Nice, lass sofort gehen. Weg hier. Nikolai, wenn du willst, bleibst du noch da. Und aimst die Tür ab. Ja, das Ding gibt's abaimen, ja. Warte, gehst du nach Hause, Cookie? Wir können reingehen. Wir können reingehen. Das wollte ich machen. Aber bitte lad Nikolai an. Ja, wo ist der? Pass auf, wir können reingehen. Ich hab Explo, Ammo. Ich brauch die Alarm, ich nehm sie. Ich hab Explo. Ja, so. Aufpassen, nicht, dass über uns was kommt. Über uns macht mir mehr Sorgen. Einer muss ein bisschen die Tür abheben, nicht, dass er aufmacht. Da ist Naked im Wald. Hab ihn. ...59 HP die Tür. Warte. Warte, weg. Ah, er hat noch eine Tür. Der steppt hinter der Tür. Ich glaube, er hat sich gekillt. Ja. Ich habe genug Explo. Auch das Garage Door. Ich brauche bloß gleich eine Waffe dafür. Das ist kein Garage Door. Ach, das ist die Blechtür. Ich kann dir meine Saar geben. Ja, ich brauche eine. Pro 556er Waffe. Schaut mal nicht mit in die Base rein, ich mach das. Schaut mal über uns ab, weil seine Freunde werden gleich wieder kommen. Ja. Weil ich werde ihn gleich mit dem Granatwerfer da ausräuchern. Er wird gleich rausgesprungen kommen. Vorsicht. Ich bin am Berg. Lebt der noch? Er ist tot. Soll ich vorgehen? Warte, ich geh. Hab TC? Nice, schnell healen. Ja, ich bin dran, aber ich finde kein Metall. Ah, hab ne Tür. Macht jetzt weit. Wir haben ihn geallined. Er hat C4. Ich kann keine Tür placen. Wieso kann ich keine... Dann lass schon alles mitnehmen. Warte mal. Ne, der war ja da vorne Tür drin. Ich meine, falls du vorne stehen wolltest, was wegen. Doch nicht, bitte silence, ich werd gesilenced. Ja. Von 110 oder so. Also Richtung 110 irgendwo. Ich sehe gar nichts. Naja, der versteckt sich in einem Busch wahrscheinlich.
Ich kann nur... Oh, fick. Komm, noch ein. Schön. Noch einer. Oh, hier ist einer drin! Ist er drin? Der, ich hab den Schlafsack nicht kaputt gemacht. Einer ist noch außerhalb der Base. Ich komme, ich versuche zu looten. Guck, die Tür gehört mir. Alles gut. Aber ich habe keinen TC geplaced. Und ich hatte... Oh nee, Digga, das kann richtig böse jetzt rausgehen. Ich brauch dringend Unterstützung. Ich komme, ich habe aber keine Waffe. Wo hast du einen gekillt? Du kannst looten. Hier bei mir ist einer. Gekillt. Wo? Ah, ich sehe ihn, glaube ich. Bei mir. Und dort ist noch eine andere Leiche. Aber hinter der Base ist einer. Aufpassen. Alles gut. Ich muss noch mal rein, sonst zielt ihr die Base. Ich muss da ja sofort rein. Ah, hinter mir. Nein, er ist hinter der Base. Oh Gott, das kann... Oh mein Gott. Er versucht abzuhauen. Ich muss ihn jetzt pushen. Hab ihn. Schön. Wir müssen die Base pushen, ganz schnell. Ja, Sven, ich komm gleich. Ja, ich komme. Er hat mich! Die Tür ist offen. Scheiße! Er ist draußen! Ich komme. Der muss weg, der weg ist, dann haben wir's. Er moved, glaube ich. Ist er in der Base? Nee, die Tür hat mir, er kann nicht mehr zumachen. Ich komme nicht an die Waffe, guck ich. Ich hab eine. Er baut! Ja, ich muss. Hab ihn, ist dead. Nein, ich mach schnell die Tür zu, bitte. Ich muss jetzt. Zum Ende hin, dann doch noch ein knappes Ding. Aber wir konnten es zu unserer Gunst entscheiden. Gott sei Dank. Die Base war auf jeden Fall gut loaded und der Counter hat sich auf alle Fälle rentiert. Sonst stand für den Tag eigentlich nicht mehr viel an. Wir machten noch ein paar Kleinigkeiten, gingen noch ein bisschen roamen, hatten hier und da eine kleine Auseinandersetzung, aber sonst blieb es ziemlich ruhig. Da wir beide relativ früh auf mussten und über Nacht Evie und Flexis unseren Part übernehmen, habe ich da leider keine Aufnahmen. Aber ich kann euch versprechen, der letzte Tag hat nochmal mindestens genauso viel Action, Spannung und alles, was dazu gehört, wie die bisherigen. Tag 3 und es sieht gut aus. Wir leben noch. Tag 3, der finale Tag, stand vor der Tür. Und wir waren ziemlich gehypt. Wir wollten heute raiden, wir wollten endlich unser erstes Cargo machen. Aber vorerst war ich alleine. Ich war der Erste, der online war und machte mich schon mal ein bisschen auf Tour. Und versuchte, noch ein bisschen was anzuholen. Damit wir am Abend auf jeden Fall einen schönen Raid haben können. Ach so, so ein wirkliches Raid-Target gab es diesen Vibe eigentlich gar nicht. Wir haben uns mit so vielen Gruppen angelegt, wir haben gegen so viele Gruppen gespielt, dass es nicht wirklich einen Feind gab. Es gab hier und da mal Namen, die öfter aufgetaucht sind, aber nicht diesen einen Kontrahenten, mit dem man um alles spielt. Komisch, aber ist so. Nichtsdestotrotz wollten wir heute nochmal raiden gehen und vielleicht sollte sich ja so ein Feind dann doch noch in. What the fuck, bro? Why? I want to build, bro.
Und hier entschied ich mich. Diese Base wird geöffnet. Allein die Öfen versprachen schon sehr, sehr viel Profit. Des Weiteren erkannte ich von außen keine Garagentore. Dementsprechend hoffte ich, dass ich mit meiner Explore-Ammo meinen Satchels vielleicht doch bis zum Loot oder wenigstens etwas rausholen kann. Ich schnappte mir also alles, was ich brauchte und ging rüber zum Raid. Ich komme nicht mehr weiter. Scheiße. Nachdem meine Explosives zu Ende waren und um mich rum eine Horde Silencer, keine Ahnung was alles war, entschied ich mich, mich zu killen und von außen an die Sache ranzugehen. Vielleicht kann ich den ein oder anderen Play noch rausholen. Wobei, es sah ziemlich, ziemlich schlecht aus. Und so passierte es. Ich verkackte den Raid. War vielleicht auch etwas arrogant, solo an die Sache ranzugehen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass eine fünfköpfige Familie nebenan wohnt, die es liebt, mit Schalldämpfern zu spielen und in der Horde auf einen loszustürmen. Egal, ich war an dem Punkt ziemlich aggro und musste dann erstmal eine kleine Pause machen. Ich wartete auf die anderen und als wir wieder mit vereinten Kräften unterwegs waren, fing es an, wieder wesentlich besser zu laufen. Muss mal die Aufnahme machen. Hattest du heute den ganzen Tag keine Aufnahme? Doch, aber ich hab's dann ausgemacht, wie ich los bin, Auto holen. Ja, das Problem ist, wir müssen von der anderen Seite hin. Du musst mit auf die andere Seite kommen. Weil du musst mich abaimen. Weil die beiden safe im Ding kommen, im Shooting Floor. Ja, die sind alle nicht gelockt. Okay. Oh. Ja, komm wieder. Dead, einer dead, einer dead. Nice. Einer noch, ich höre ihn. Er ist im Shooting Floor, einer ist im Shooting Floor. Hab ihn Hit. Da ist der mit der Lauf. Seh ihn nicht von hier. Hab ihn nochmal Hit, bin low. Er pickt bei mir. Hab ihn Headshot. Maybe dead. Ich höre nichts mehr. Nein, er ist noch da. Ich bin gesilenced. Es geht wieder los. Ja, hinter mir, naked, hinter mir. Ja.
Habe Hit. Irgendeiner Silence noch rum. Oh, er ist wieder am Shooting Floor. Hab mich gekittet. Ich könnte ihn noch mal triggern. Okay. Ich könnte ihn noch mal triggern. Also ich kann nicht sagen. Warst du das? Ja. Bau wieder, dann komm mit zu mir. Mhm. Triple Hit, er ist dead, er ist safe dead. Nice. Pass auf, die kommen hinter mir jetzt gleich, du musst mir Deckung geben, Cookie. Ich hoffe, ich komme da rein. Ja, unten, nur mit Hessi. Ich geh auf den Strom aus. Oh nein, er lebt noch! Er ist dead. Hä, wie kann der nicht tot sein? Ich geh schnell auf den Strom aus. Bin wieder gut hier? Deine halt Freunde werden hinter mir kommen. Ja, du musst zu mir rüberkommen, Cookie. Die werden hinter mir gleich, nämlich mit Kids kommen. Ja, ich würde sie dann sehen können. Ja, Pixel. Ne? Ich kann ihn gleich sehen. Oh ja, so ist perfekt. Ich komm gleich hinter mir eh mit Bolt. Safe, ja. Hinter mir gleich. Dann kann ich mich eigentlich auch verhelfen. Ich bin Stromas. Aber wieder Headshot. Ich sehe eine Leiche. Ja, da ist eine Leiche. Genau, wo er die ganze gepiekt hat. Aber ich weiß nicht, ob der es ist. Ja, er schießt ja gar nicht mehr auf mich. Ich war gesilenced. Ich war gesilenced aus dem Rücken. Ja, ich sehe niemanden auf seinem Rücken. Ich sehe ihn oben am Berg. Vielleicht 210. Ich bin 210. Fast dead. Cookie, ich bin fast dead. Er ist 210 ganz hinten. Du musst zu mir kommen, dann siehst du ihn. Ja, ja, ich komme. Ich habe den einen im Shooting Claw wieder gehittet. Lebt der noch? Er ist oben am Berg. Hinter dir beim Strommast, hinter dir beim Strommast. Er muss weg. Er muss weg. Hab 2 AP. Hab ihn hit. Oh, ich hatte 1 AP noch, Cookie. Naja. Ich hab kein Heal mehr. Ich auch nicht. Ich hab nur noch Bandagen. Er ist hinterm Strommast. Ja. Hab ihn Headshot hinterm Strommast. Ich umlaufe. Ist der weit hinterm Strommast? Ach, da war der close? Direkt beim Strommast. Direkt beim Strommast. Er versteckt sich da hinten. An der hinteren Säule. Oh. Muni leer. Geh. Geh. Er sitzt in dem Recht hinten. Hinterm Recht. Hey, ich muss bloß aufpassen, dass mich der aus dem Shooting Floor nicht abpackt. Ich hab dir einen Schlafsack gelegt, jo. Ja, pass auf, wenn du da rumrennst, da sind Fallen in der Base. Nicht, dass du in einen reinrennst. Böses. Haben wir da Double Hit? Ah, jetzt kommt der zweite von hinten. Dein Freund kommt. Ah, ich sehe seinen Freund. Hab ihn gut gehittet. Ich probiere es wieder von der anderen Seite. Ich glaube, da habe ich bessere Karten. Ich push den am Strommast, okay? Okay, ja, ich versuche dich zu decken. Ja, wenn er rumpiekt. Oh, rechts oben, rechts oben. Na, ich bin dead. Ich bin dead. Zieh dich zurück. Ich komm nochmal, Ich bin das mit Hessi. Wir haben das jetzt. Wir sind alle wieder reingegangen. Einer wieder oben. Oh, ich bin Headshot. Also auf einer wird jetzt gleich von rechts oder so pushen. Wir brauchen irgendwie Holz. Ja, das hätte man mitnehmen sollen, wir Trottel. Ja. Weil wenn wir nicht spawnen, werden die nicht außen spawnen. Nein, das stimmt. Alter, wer ist er? Ich schwör's. Ich treff mit der Ecke gerade nicht. Damit der MP5. Die Reichweite. Ja, er piekt immer durch sein Ding. Ich muss näher hin. Die Pilze kann man essen, ja. Du musst einfach in die Schnellleiste unten reinlegen und dann die Zahl drücken. Ja. Dann wieder Hit. Nochmal Hit. Ich gehe auf den Strommast, glaube ich. Scheiße. Aber ein Headshot-Hit. Muss nachladen.
Ich bin dead, Cookie. Am Strommaß. Hier sind drei Mann da drin, einer ist dead. Komm nochmal mit Geld und hol eine Axt. Ja, ich komm, oder so. Ich komm. Ding. Oh, der spawnt wieder naked, ja. Ah, ja, ja. Der ist ein Block. Double Hit. Komm mit einem Kit von zu Hause. Gar keine. Guck, ich komm jetzt, ne? Bring die 2 C4 mit. Und spreng jetzt den scheiß Compound auf, ich hab die Schnauze so voll. Wird gleich richtig dunkel. Genau, genau in der Base. Also es war noch keiner am AK-Kit dran. Nee, das hat jetzt bis jetzt niemand überlebt. Jetzt wird's dunkel. Okay, ich gehe, oder? Ja. Ja, ja, du kannst schon. Ja, jetzt ist dunkel. Ja, jetzt, perfekt. Aber jetzt muss ich auch die Leiter finden. Aber ich werde steppen müssen. Also ja, ja, mach. Ich lenk's ab mit C4, keine Sorge, ich spring jetzt das Ding auf. Ja. Wenn du C4 gemacht hast, dann splitt ich durch, sag's mir dann. Ja. Da ist einer an den Sturm, hab ihn. Pass auf, die von oben werden gleich leuchten, ich seh ihn. Headshot. Oh, er mich auch. Ich kleb's jetzt. Mich greift ein Schwein an, Cookie. Mich greift ein Schwein an! Jesus, ist das kein Spiel? Ich bin Nock. Ich komme. Ich bin Nock, ich hab das C4 verloren. Es liegt da am Boden jetzt. Ah, du bist du full dead? Nein, nein, du kannst zu mir. Ich seh dich nicht. Oh, er sieht mich. Underwall, du musst zur Wall. Ich bin dead, ich wollte ja zur Wall. Wir kommen da. Echt, mein Gott, was ist das für ein Spiel? Ja, er ist schon naked da, Mann, er ist der schnellste. Nee, ich geh auf, Alter, sonst verschlage ich gleich was. Was soll denn die Scheiße? Das war wirklich eine so unglückliche Situation, dass ich echt überlegt habe, das Scheißspiel zu deinstallieren. Ich war richtig auf 180. Wir haben spielerisch meiner Meinung nach komplett überlegen. Wir haben sie gut geholt. Sie kamen bloß immer wieder mit neuen Kits aus ihrer Base, mit stärkeren Kits und waren natürlich klar in der Überzahl plus in der besseren Position. Trotzdem konnten wir wesentlich mehr Kills für uns entscheiden und waren eigentlich gerade drauf und dran, den Compound zu stürmen. Allerdings hat das Schwein alles versaut. Gut, das ist halt Rust. Das passiert. Da muss man sich einfach wieder aufraffen und weitermachen. Die nächsten Plays kommen, die nächsten Situationen kann man dann auch wieder für sich entscheiden. Und genauso haben wir es gehandhabt. Kurz ein bisschen aufregen, bisschen ragen und danach zurück an die Arbeit. Wir hatten ja immer noch was Großes geplant. Wir wollten einen guten Abschluss für diese Aneinanderreihung von geilen PvP-Situationen. Ja, ich muss sagen, die kam auch. Zwei. Nice, er hat nach unten geguckt. Oh, oh, oh. Wer hat beschossen? Ah, ich bin dead. Ich wollte die AK schnappen. Aber ich lieb noch. Ah, okay. Bolt auch noch. Wie viele? Ich weiß nicht. Müssen mindestens noch 2 sein. Das Ork. Die Kette? Nee, er ist direkt. Also, er war nicht weit weg, denn ich hätte auch schießen können. Er ist hier unten, bei mir im Tal. Ich glaube, er ist dead. Hier hinter dem Hügel, er ist dead. Nice. Sind wir hier im Wald? Da ist es sehr schwer, dass er dich sieht. Ja, das sind wieder die mit Sars sind die aus. Er wird beschossen mit M2. Er ist dead. Nee, noch nicht. Hab ihn Double Hit. Ich sehe nicht, Kobi, kann ihn nicht helfen. Er stirbt nicht. Ich glaube, ich habe ihn jetzt dead. Ich hab ihn Knock. Hab ihn full dead. Hab ihn full dead. Scheiße, er hat mir noch einen Headshot reingedrückt. Er ist jetzt ganz oben. Wow, bei mir in der Close. Hit bekommen. Ja, Nikolai kann. Er hat noch gesehen. Er ist hinter der Base. Er rennt. Er ist auf dem Field. Ja. Ich habe auch Double Hit. 2 Leute, jetzt schießt wieder Leuchte mal von uns aufpassen. Haben die den Mini? Da rollt einer hinter denen. Oh, ich bin dead. Aber nicht full dead. Ich habe den 1000 Headshots gegeben. Heißt, 3 Leute jetzt hinter der Base. Leuchtung ist auch noch einer. Ja, der Leuchtturm. Nicht mehr im Wald. Ich bin runtergefallen. Die haben den Heli schon dort, der piekt noch. Kann man nicht sehen. Oder haben die den Heli drauf? Ja, Achtung, die leuchten. Ich sehe noch einen Wasser. Oh, ich bin. Oh, es sind 2 Mann. Zwei Mann. Drei Mann sind's. Die werden euch pushen. Nein. Die sind an der Base. Ich bin im Dunkeln, sitze ich hier.
Pass auf, an der Base wird jetzt gebohrt, also Leuchtturm ist wirklich weg. Leuchtturm, zweimal auf Leuchtturm. Die pushen sich jetzt gegenseitig, ne? Ja. An der Küste wird gefightet, siehst du? Ja, ich seh's. Ja. Aber Leuchtturm schießt auf die Küste. Einer dead. Nice. Ein Triple Hit. Ich sehe gerade von hier niemanden. Ja, der eine wollte mit der Fackel kommen, lieben Leuchten, wo ich bin. Einer sitzt noch auf Leuchtturm, er sieht mich bloß nicht. Ja, einer ist noch beim Tor. Was? Der eine kommt ständig mit der Fackel angerannt, um mir zu leuchten. Auf Leuchtturm, Ben. Die ja, schießen auf Leuchtturm. Also die sind gerade am Raid-Countern, glaube ich. Also Leuchtturm gehört nicht mehr zu den Raidern. Hab einen Dead. Einen Dead on the Base. Ich push mal. Ich sehe halt gar nichts. Ja, kurz Ruhe bitte. Ich hab kein Waffenlicht. Warte. Nein. Ich hab's grad. Hier. Ich hab ihn, den du getötet hast. Ich hab die Kit. Ich hab das Kit, das eine. Ich glaub, ich geh nach hinten, ich hab ein Full Kit. Ja, ich hab auch eins. Aber ich finde seine Waffe nicht. Ist die ich Waffe? Auch, ich hab nur Bolt. Hab MP5. Ich hau ab. Ich brauch schnell Kisten. Holzkisten. Da findet schon keiner, weißt du? Dabei hatte. Ja, die sind drin. Ich weiß, die ist Waffen. Nehmen wir eine. Leuchtturm sind welche? Nee, okay. Das sieht mich nicht, das ist wieder der andere, den ich gekillt habe. Der halte ich wie vor Leuchtturm. Einer dead. Nice. Du hast Naked. Von links. Bei dir ist Naked, Sven. Ja, ich weiß. Hab ihn hit. Gelegt hab. Oh ja, ja, bin dead. Tor, hab ihn hit. Ja, ich hab bin, okay, ich bin knock. Er sitzt am Tor. Er kommt mich gleich looten, glaube ich. Mhm. Komm schon, Spiel. Lass mich einmal Glück haben. Er wird gewolltet. Komm schon, Spiel. Er ist Naked. Mein Mitte ja, ich werde jetzt aber sterben. Jetzt ist hier gleich wieder Boltfire. Das überlebst du nicht. Ja, zwei Kids am Tor. Ja, der hat's eingesackt. Ich habe Leuchtturm einmal gehittet mit Bolt. Ich push den jetzt einfach, ist mir fuck egal. Ist gut geht oder nicht. Leuchtturm? Nein, die Base. Drei Hits. Er ist hinter der Base. Na, ja, bin tot. Ein Hit? Bin dead. Ich. An die Base. Nee, ich bin am Tor, an der Tür. Ich kann euch gar nicht helfen. Ich trigger ihn nicht, mach das Tor auf. Pass auf. Bist du da, Cookie? Nee. Ich kann euch nicht mehr helfen wegen Leuchtturm. Leuchtturm schießt auf die andere Base. Ja, ich komme wieder. Ich jage sie, Cookie! Hilfe! Beste so umschießt kann. Die sind mir zu dritt nachgerannt. Mann. Sag ich doch! Ja, ich bin jetzt. Hab jetzt Timer. Scheiße. Jetzt wird's halt wieder eklig. Er ist ganz oben am Leuchtturm. Bin back. Da rennt er dann mit dem Pferd, aber er ist naked. Hey, genau wo ihr seid, war der weiße Fullkit. Ich komm grad auch mit euch zu. Ja, Leuchtturm sniped auf uns. Full Kid dead. Zweiter noch, gut Hits. Den kriegt er, ist nur noch einer. Full Kid dead. Hab ihn nochmal Hit. Es sind zwei Leute, ein Healthy, ein Full Kid. Das Full Kid war dead. Ja, aber es gibt einen anderen. Noch ein Full Kid. Double wieder Hit, Double Hit. Headshot. Kommt der dich looten? Hab Tommy wieder. Guck, ich hab wieder Tommy. Nice. Geh zu deinen Leichen, Nikolai. Die fighten jetzt wieder mit jemand anders. Ich komm zu dir, Sven. Das Fullkit? Hat ein bisschen Spitzen. Alle mit Taktik an Schuhe, die kleinen Wechsel. Am Hit. Pass auf, links war auch eine AK. Links open field. Ja. Der hat Nikolai gesprayt. Hab ihn, AK dead. Direkt vor mir. Ich bin tot. Bei mir. Bin dead, bin full dead. Wo warst du? Da, wo ich die ganze gesniped habe. Er kommt nicht looten. AK.
Oh, ich war geboltet. Weiter oben, Nikolai. Viel weiter vorne. Viel weiter vorne. Vorne im Hügel war der. Aber pass auf, der Bolter ist wieder da. Ich hätte noch einen AK-Kit tot. Pusht der? Ja, ich war da, wo ich die ganze gesniped hatte. Ich geh jetzt wieder. Und auf mich. Ja, leuchte mal rot. AK dead. Nice. So. Ich komme. Ich loot ihn. Ich hab ihn gelootet. Also, hab AK, dein Zeug ist noch da. Ich bin hard low, ich muss weg. Nicht so weit, nicht gucken. Was? Wurde gelootet. Leuchtturm sniped auf dich, pass auf. Ja. Ich kann dir vielleicht ein bisschen helfen. Ja, ich seh ihn. Na, wo sind? Aber einen hier. Hab noch eine AK. Ah, oh, hinter mir. Komm jetzt kurz gehittet. Ich hab dich. Ja, ich muss weg, ich bin hard low. Leuchtturm will mich unbedingt haben. Ja, du ärgerst ihn. Du bist der Einzige, warum er nicht wieder kontrollieren kann. Die wollen absteigen mit dem Heli, die fliegen. Ich kann nichts tun gerade. Ah, jetzt, die wurden rausgeschossen, nee, die fliegen weiter. Hat den Pilot Hit? Komm, jetzt holen wir den Pilot. Hab ihn Headshot, AK! Nein, er fliegt immer noch! Ich hab das Kit. Nice, hier, die kommen in die Kisten. Noch ein Team links. Ja, zwei Hazys bei der Base. Hab Hit mit Ecke. Unten an der Base oder wo? Ja. Ey, Hazy dead. Der andere ist hinter der Base, wenn. Pass auf, die spawnen immer von der Base oben. Musst aufpassen, dass wir uns nicht flanken. Oh, bold on me. Ja. Ich muss wahrscheinlich wieder mit. Ich muss weg. Ich hab ihn Headshot, aber er hat diesen krassen Helm auf. Ich hab Leuchtturm Headshot. Ich push Base. Ich versuch dich wieder zu decken. Er lootet die Waffe. Er bin dead, haben wir zwei. Ich bin dead. Der Naked war schneller wie ich. Also, da lootet jetzt niemand mehr. Die haben alle Timer. Da ist Naked. Oh mein Gott, du reitest einmal da rein. Nein, ist keine. Naked. Ja, ich hab keine Waffe, er kommt naked, ich brauch Hilfe. Hinter der Base. Ey, Lute, ich hab ihn hit, Sven. Maybe der ist dead, ich hab Nein, ihn dead. Ah ja, perfekt. Loot schnell alles. Der hat nicht alles. Ja, Leuchtturm boltet auf mich. Sven, hier ist ein Winterhazy beim Tor. Warte, gleich. Der hat alles, er hat nicht gelootet. Ich hol erstmal mein Kit hier, das haben sie gar nicht gelootet. Ja. Ah, meine Brustplatte ist kaputt. Winterhessi. Wieder naked. Oh. Ah, der da. Aber der hat nicht viel gelootet. Die snipen auf mich, ne? Ja, ich weiß. Naja, ich bin halt hard low. Semi. Ah, dann hier, nimm die MP5. Wir können jetzt. Jetzt lasst mal kurz heim, Depot und die fighten noch. Ja. Lass es kurz nach Hause tragen, wir brauchen diese Kids. Und dann lass wieder zurückgehen. Der Heli ist zurück zum Raid geflogen, Sven. Ich glaub, die sind noch am Transportieren. Ja. Die anderen werden aber noch rumfighten, also ich glaube nicht. Ja, lass gehen, hier gibt nichts mehr. Oh, da oben am Berge, wo wir waren. Die wurden von hinten beschossen. Einer dead von denen. Lass links rum. Oh, dieser. Kurz ruhig. Na. Einer ist Hessi. Hessi mit AK, Hessi AK. Hat Headshot. Nicht dead. Einer dead, aber der war nicht der. Hier oben, ja. Ich hab ihn. Schön, sehr schön. Nein, kann ich mir auch Flexes? Ja, nee, nicht full dead. Ich mach. Ich versuch den anderen abzulenken. Oh, sorry. Die sind zu zweit im Shooting Floor, wir müssen schnell hier weg. Ja, ich hab ihn drauf. Zu zweit. Okay, lass in den Wald rein. Meine Tommy? Die habe ich nicht gefunden. Ah, oh, Mist. Die ist wahrscheinlich. Ich hab die. Ja, die ist glaube ich weg. Ja, die ist weg. Na? Ich bin noch am Mischen. Was ist jetzt der Plan danach? Jetzt muss ich erstmal Muni machen, dann schauen wir mal weiter. Keine Ahnung. Wir könnten dann vielleicht. Oh, jetzt ist natürlich sehr unpraktisch. Holt mal 125.
Neben mir läuft einfach mal eine AK vorbei. Nee, Tommy. Ja, der kam gerade mit Tommy Kid neben mir. Ja, ich gerade am Handy chillen, Outrun drin, auf einmal kommt der um die Ecke. Oh, ich war gerollt. Oh, sind mehr, ich bin Headshot, ich bin gleich dead. Ja, ich bin dead. Zwei Mann bei mir. Bin dead. Er sieht mich. Ah ja, ich seh ihn. Hinter mir einer! Ah! Ich komme. Mach den Hazy Double Hit. Und es wird geradet. Ja, ich hab's gehört. Er lootet mich. Wollte mich looten. Er ist an meiner Leiche, genau an meiner Leiche. Hier, der Hazy, am Hazy. Nee, an der Leiche ist noch einer mit Pistol. Hab ich. Okay, wo wird geradet? Scheiß auf Cargo, wir müssen zu einem Raid. Es hört sich an wie bei uns. Ich kill mich mal kurz. Sammelt alles ein. Verdammt. Das ist wirklich bei uns irgendwo. Ja, ich hab die Sache. Komm doch schnell nach Hause. Es ist zu Hause. Fuck. Oh nein, oder? Ja, killt euch. Die sind fast drin. Die sind vorne im Main-Eingang. Hey, Nikolai ist wieder AFK. Killt euch. Ja, fuck off. Das Spiel freest gerade. Wir haben schon ein bisschen. Ja, die haben oben gebrannt, Rocket. Die gehen vorne auf PC. Können wir den ersten Spend? Ja, ich hab meinen Kit schon raus. Oh, das ist jemand gegen uns jetzt. Hab's überlebt? Die sind unten gleich auf TC, die sind auf der TC-Wall. Ja, die sind gleich drin. Ich kann sie nicht aufhalten. Pass auf, ich mach hier auf, da kannst du runterpieken. Ihr müsst unten, einer muss zum TC-Room. Ja, ich bin beim TC. Ich kann nicht. Ich seh nix, guck, ich bin voll blind. Hab zugemacht. Oh, nice. Ich geh auf dem. Nee, Dach. Nee, nicht auf Dach. Oh nein, man kann hier an der Seite pieken, guck. Okay. Die halten vor rein, wir werden nicht lange durchhalten. Nein. Holt mal, Ach komm, er hat mich. Digga. Ich hab Timer, Freunde, ihr müsst alleine machen. Vorne, wo es zum Jump-Up geht, Cookie, da gibt's einen guten Peak. Da, wo es nach oben geht, aufs Dach. Okay. Ja, die wirst machen die unser Dach kaputt? Die sprengen voll, die raiden die komplette Base weg. Ja, die Tür ist kaputt. Die machen Foundation Wipe. Bin dead. Die haben alles zerstört. Ja, ich komm nicht mehr rein. Ja, die Betten sind verloren. Ja, da haben wir verloren. Ich bin TC unten. Die waren gecountert, glaube ich. Das ist Abu Boys, die wir abgefuckt haben. Wir haben die Base erlegt. Die haben überall reingeschossen. Ja, mein Bett lebt noch. Meine auch, aber du wirst sterben, die schießen mir auch. Hab einen. Wichtig? Wo bin ich? Ich hab keine Ahnung. Okay, er hat reingerocket. Bin dead. Ich bin auch dead. Ja, die flamen uns. Kannst nichts machen. Ja. Ich kann mich nicht bewegen wegen den Flammen. Ja, die flamen uns. Kannst nichts machen, Cookie. Mein Schlafsack ist weg. Hä? Mein TC-Schlafsack ist weg. Ja, die sind unten schon drin. Ich kann nichts mehr tun. Die sind TC, ja. Die sind TC unten. Ja. Die haben noch reingerocket dann. Ja. Ja. Wir schnell das gar kriegen, ne? Fuck, ja, einer ist draußen. Nee, ich hab ein Kit, aber keine Waffe. Wenn ich jetzt ein gestashtes Kit hätte, wäre geil. Ah, warte, ich hab eine Waffe? Aber nur Tommy. Drei Leute draußen. Drei Leute draußen sind. Tot ist. Mein Double Head? Ach komm! Ja, wir sind verloren. Er ist over. Wir haben verloren. Ich hatte schon 10 FPS, wie viele Raketen die reingeschossen haben. Ich kann nur noch hoffen, dass ich aufstehe und selbst dann wird es sau tricky.
Nee, ich glaube, wir haben verloren, wenn das sind 1000 Tickets. Ich bin bei meiner Leiche aufgewacht hier hinten. Hab mein Kit wieder. Ja, komm, wieder 1000 Counter Guard. Komm, Grubs. Nee, die Base ist verloren. Die Base ist verloren. Die haben alles zerlegt. Die haben alle Tieren kaputt gemacht. Die haben die ganze Wand aufgemacht. Was machen die noch weiter? Die boomen alles auf. Die machen vorhin echt mal gefühlt. Naja, machen sie auch, glaube ich. Ich bin dead. Ja, die haben die eine Seite komplett aufgerissen. Mein Badge existiert noch. Ach, kam nicht mehr rein. Ja, okay, ist over. Ja, jetzt haben sie das letzte Badge. Ich bin direkt dead mit Granaten. Und so ging es zu Ende. Unglücklich, aber so läuft Rust. Passt du einen Moment nicht auf, vernachlässigst du eine Sache, schon wirst du gefickt. In dem Fall war es das Base Building. Wir haben uns nicht mehr um unsere Base gekümmert, wollten den Wipe in unserer kleinen 2x2 mit einem Honeycomb zu Ende spielen. Ein schwerer Fehler. Am Ende stellte sich dann noch heraus, es waren die russische Truppe, die wir im Wipe vorher komplett abgefuckt haben. Ich habe den Wipe live gestreamt, ich hau's euch mal oben in die Infobox. Wenn ihr wollt, könnt ihr da die Story noch ein bisschen nachverfolgen. Es war leider das Ende und da sich das Wochenende dem Ende neigte, war für uns auch die Geschichte beendet. Wir wurden komplett nackt gemacht, gegrieft und es machte keinen Sinn nochmal anzufangen. Trotzdem war das einer meiner besten Wipes. Einfach, weil so viel passiert ist, ohne dass viel Toxic dabei war. Und das war super angenehm. Wir haben uns so ziemlich mit jeder Gruppe auf dem Server angelegt und wir haben auch viele, viele PvP-Situationen gehabt. Mal zu unserem Vorteil und mal nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn diesmal kein Raid unsererseits so wirklich dabei war, sondern nur eine kleine Raid-Defense, die komplett in die Hose gegangen ist. Aber so ist Rust. Man gewinnt und verliert. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, denkt auf jeden Fall an euren Daumen. Sonst bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao!